Guten Morgen, meine Lieblings-Community. Wie geht es euch? Ich muss sagen, ich fühle mich fantastisch. Ich habe mir gestern nochmal freigenommen, den Tag, nachdem wir an André sein Auto gearbeitet hatten. Jetzt sind wir wieder an demselben Punkt wie vorher. Ich hatte tatsächlich ein bisschen vorgearbeitet, was für den aktuellen Situationszustand bei mir eigentlich ziemlich gut war. Also ich war sehr, ja, sehr überrascht quasi. Ja, und somit konnte ich mir jetzt immer zwischendurch mal einen Tag nehmen und das tut so gut, glaubt mir, Leute. Also ich habe die letzten Jahre wirklich nur für YouTube gearbeitet und natürlich auch für den Rest des Gewerbes, aber die Tatsache, dass jetzt durch die Daily Videos ich so eine Routine reinbekommen habe und dass mir immer leichter fällt, tatsächlich Videos für euch zu machen, mega nice. Aber heute sind wir in der Mission unterwegs und zwar kann ich euch mal kurz zeigen, ich will nur keine Adressen zeigen, ich hoffe, dass ich es irgendwie hinkriege. So, ich möchte nochmal dazu sagen, dass ich mich entschuldige, dass ich es gestern nicht geschafft habe, die Sachen wegzuschicken. Ich hätte ja gesagt, die gehen Montag raus, Mittwoch raus, war aber dann halt Donnerstag, also heute. Ja, was soll ich sagen? Das sind alle eure Bestellungen. Zumindest die, die kein T-Shirt oder sowas dabei gekriegt haben, weil die bekommen direkt Paul, beziehungsweise macht die dann und dann geht es weiter zu euch. Ne? Ja, also der, das ist schon nicht wenig, Leute. Also, ich muss mich echt fett bedanken. Vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr da mitmacht. Und dass die Leute, die das zu schätzen wissen, dass sie da ja, auch mitmachen, ganz einfach. Die meisten, muss ich mal sagen, haben eingekauft. Ne? Also zwei davon sind etwas schwerer. Der hier zum Beispiel ist einer von den schwereren. Ne? Deswegen habe ich auch zwei, so halte ich die. Weil das sind die beiden schweren, die gehen als Prio raus, also versichert. Und ja. Also erstmal fettes Dankeschön. Wer noch mitmachen will, kann auch mitmachen. Das geht noch bis zum 12.12. Also ich blende jetzt hier den Trailer ein und ich wünsche viel Spaß. Wer mitmachen will, macht mit. So, in der Halle. Ich hatte leider zu Hause tatsächlich zu wenig Sticker. Ich hatte nämlich ein paar hier gelassen. Anscheinend waren es zu viele tatsächlich. zwei Bestellungen von euch sind jetzt nicht mit rausgegangen. Die werde ich dann morgen oder gleich noch abgeben. Wie gesagt, mir fehlten 3 oder 4 Sticker, glaube ich, jetzt zu Hause. Paul hat mir nicht alle gegeben und ja. Ist halt so, ihr habt zu viel bestellt, was mich übelst freut. Also, ne, also ihr dürft das nicht falsch verstehen, das freut mich megamäßig, dass ihr so einen Anteil daran habt. Und ich freue mich auch mit dem Auto jetzt anzufangen. Sobald wir hier komplett fertig sind vorne, was jetzt, denke ich mal, wenn ich es heute fertig kriege, wovon ich ausgehe, dann können wir die Tage jetzt mit dem E46 anfangen. Das ist mein Plan. Das war von Anfang an mein Plan eigentlich, aber ein bisschen was muss oben noch eingeräumt werden, aber das geht auch ruckzuck. Bisschen kalt ist es hier drin. Ich mache mal kurz die Heizung an. Ich mache mal, jetzt aktuell ist ja draußen trotzdem noch relativ warm. Ich mache mal die Heizung mal kurz an, dass es hier drinnen so ein bisschen aufheizt. Und dann ist es hier drin auch nicht mehr so kalt, weil ihr wisst, was ich meine. Hier drin ist es kälter als draußen. Und das ist halt schon scheiße. Ne? Ja, dann habe ich ein kleines Missgeschick gehabt mit dem Pickup. Ist mir aber erst im Nachhinein eigentlich aufgefallen. Das kann man auch wegwischen. Das ist nichts Schlimmes jetzt. Ja, nur leider hat die Wand was abgekriegt. Ich habe es tatsächlich nicht im Blick gehabt, dass ich so nah an die Wand gefahren bin. Jo. Das müssen wir dann neu spachteln, ne? Würde ich sagen. Passiert. Ist jetzt nichts Schlimmes. Ist weder die Wand kaputt noch der Pickup, also alles gut. Wo ich hier rangiert habe, da ist es ein bisschen schwer mal einzusehen, vor allem weil die Motorhaube nicht ganz zu und da dachte ich, ne, ist noch ein bisschen Platz? Doch nicht. Aber wir haben noch was Schönes und zwar habe ich ein dickes, fettes Paket von Autodoc bekommen.
Aber es ist gar nicht so lange her. Vorgestern habe ich es bestellt. Krass, der Versand wird auch immer besser, ne? Also falls ihr bei Autodoc bestellen wollt, ihr wisst Bescheid. Unten ist mein Gutscheincode. Könnt ihr immer fleißig benutzen. Benutzen. So, gucken wir mal rein, was ich hier geholt habe. Ich habe auf jeden Fall viel Kleinkram geholt. Gucken wir mal. Als allererstes haben wir hier endlich mal eine Druckluftpistole tatsächlich mit so einem längeren Stiel. Die hat mir die ganze Zeit gefehlt. Ich wollte die ganze Zeit eine haben. Ja, jetzt habe ich eine. Dann eine Crimpzange für die Ader-Endhülsen und für die ganz normalen Schuhe hier, die Kabelschuhe und so weiter, auch endlich mal geholt. Große Zange. Neue Kartusche. Neue Kartuschenpistole. Weil meine, also hier für die Silikonpresse und so weiter, meine ist kaputt gegangen. Die habe ich kaputt gekriegt mit einer alten, mit einer etwas älteren Karosseriekleberpackung, die ich unbedingt leer drücken wollte. Dann ist das hier gebrochen. Die ist auch ein bisschen hochwertiger als die ich hatte. So, dann kommen wir zu einem richtig coolen Ding. Machen wir erst das Große und erst das Kleine. Erst das Große. Und zwar Kabeltrommel bzw. Schlauchkabeltrommel. Ja. Richtig geil, 10 Meter Schlauch. Oder was? 10? Doch, so 10 Meter, aber 8 mm, aber das ist nicht schlimm. Dafür haben wir endlich eine Rolle. Die machen wir an die Wand dran, wo der Druckluftanschluss ist. Dann haben wir endlich eine Druckluft, also eine Kabelrolle für Druckluft. Oh, mega. Geht's weiter? Haben wir hier so ein paar Verbinder. Ich habe so ganz viele Schlauchverbinder geholt. Auch Viertelzoll, Halbzoll, Schraub- und Drehverschlüsse, weil wir ja sowieso nochmal die ganzen Sachen nochmal verändern wollen. Hier habe ich auch noch eins geholt. Hier ist auch noch eins, das ist ein anderer. Das ist der für den Schlauchdings, glaube ich. Dann haben wir hier noch einen großen. Hier ist so ein kleiner. Die kosten auch nicht, die kosten Euro oder so immer, Leute. Dann, was ich richtig feier ist, ich habe einen Kabelsatz schon für den Pickup geholt. Das ist ein Universal hier Anhängerkupplungssatz für den Pickup. Ne, Universal 13-polig mit allen Kabelfarben, die er braucht. Richtig nice, können wir schön verkabeln für den Pickup von der Firma Steinhof. Kenne ich sogar. Endlich habe ich einen Tester geholt für Anhänger. Also braucht man den Anhänger nicht mehr ins Auto reinmachen, sondern man kann so testen. Da ist eine 9 Volt Blockbatterie drin, also ihr könnt quasi hier auch sagen, was angehen soll und dann sollte es eigentlich leuchten. Zumindest würde euch der Tester sagen, was nicht funktioniert und was funktioniert. Dann haben wir hier, das hier ist witzig. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, aber wenn ihr zum Beispiel Gewindestangen schneidet, dann sind die oben ja nie rund. Also so, dass ihr besser in das reinschrauben könnt oder so. Das ist so ein Endgrater dafür. Voll geil, Thomas hat den rausgesucht. Ist gar nicht in meinen Kopf gekommen, dass ich die holen sollte eigentlich quasi. Richtig geile Dinger. Haben wir auch noch einen mitgenommen. Der kostet alles ein paar Euro nur. Hier haben wir noch ein paar kleine Zangen. Ja, die hatte ich auch geholt gehabt. Gut, jetzt hat der Christian uns da schon welche geschickt. Jetzt haben wir noch eine. Meine Güte, die große war wichtig. So, dann haben wir noch hier die typische VW-Schellenzange. Die brauchte ich nämlich auch mal, habe ich auch nicht gehabt. Dann haben wir hier von Feli was und das ist nämlich für den Diesel. Das hatte ich bei der letzten Bestellung übersehen, dass nur eins im Paket war. Nämlich das Domlager, aber ich glaube tatsächlich leider, dass es das falsche ist. Ich muss gleich mal nachgucken, ob ich mich vertan habe. Ist es für BMW? Vielleicht habe ich mich verguckt. Vielleicht habe ich es für den falschen bestellt. Oder das andere, was ich oben habe, ist falsch. Oder ich habe jetzt gerade voll den Hänger, dass beide falsch sind. Keine Ahnung, ich gucke gleich mal, welches richtig und was falsch ist, aber ich meine, das hier wäre richtig. Ich meine, das andere ist dann falsch, was ich oben habe. Egal, ich gucke später mal. Nicht immer sind die anderen schuld, sondern einer selber. So, und dann kommen wir zu den richtig coolen Sachen. Und zwar hat der Marcel uns ja Lampen geschickt. Ne? Ihr könnt euch daran erinnern, diese Handlampen. Und ich habe davon einfach bei Autodoc welche gefunden. Die sind etwas kleiner, bisschen handlicher. Aber es sind dieselben tatsächlich. Sind absolut die identischen. Ich habe davon 8 Stück geholt, damit wir auf jeden Fall genug haben. Die kosten auch nicht die Welt. Ich glaube, die kosten nicht mal 5 Euro das Stück. Dann holen wir eine raus. Ich würde gerne wissen, wie groß die tatsächlich sind. Ja, perfekt. Wow, leck mir am Arsch.
Ja, genauso wie die anderen. Nur eine Nummer kleiner. Perfekt, das gefällt mir. Okay, jetzt habe ich das ganze Büro wieder aufräumen. Toll. Jetzt wieder alles in die Karton reinrollen. Aber ich wollte es euch zeigen. Das müssen wir natürlich jetzt auch wieder nach oben einräumen. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass ich mich richtig schön rasiert habe? Und Haare geschnitten habe ich auch. Es ist ein bisschen Zeit vergangen. Ein bisschen viel Zeit. Ich habe die komplette hintere Ecke fertig. Alles sortiert, aufgeräumt. Dahinter auch. Zeige ich euch sogar. Bevor meckert. Ultraschallbad von Jens. Mein Ultraschallbad. Die Trailerbox. Hier unten ist nur die Actionbox mit den Gurten und die Batterie. So. Und die stehen jetzt nur hier vor, weil die mit nach oben kommen. Ja, des Weiteren bin ich sehr gut vorangekommen. Also ich habe hier wirklich alles aufgeräumt. Ihr seht, hier ist nichts mehr, was hier nicht hingehört. Außer das da. Den ich eben nicht getroffen habe. Ich wollte hochwerfen. Ist zwar eine von meiner, aber ich schüsse jetzt mal Marcel rein. Weil es ist alles an einem Haufen. Ja, ist gut gelaufen bis jetzt. Das ist aussortiert jetzt. Das können wir jetzt auch wegbringen. Das ist noch von Marcel. Ich brauche es eh nicht, also von daher gebe ich ihn. Er hat es von mir gegeben, aber ich meine, was soll ich damit? Ich habe keine Ahnung davon. So, das Zeug hier, das wird hier unten noch hingebracht. Was ihr jetzt hier seht, das auch. Das silberne Teil vorne auch, das hintere nicht. Das ist das Gerät, das kommt nach oben. Das ist ein Ozongerät übrigens. Ja, das kommt nach oben. Das packe ich auch nach oben schön in den Schrank rein. Die Auslesegeräte und sowas. Ja, und dann haben wir das auch schon hier weg. War das Ganze doch ziemlich einfach. Muss das hier nur alles sortieren. Ne, logischerweise, also wo was hingehört. So eine kleine Krimskramsbox, die muss man haben, ehrlich gesagt. Aber, naja, gut. Ist halt so. Alles, was hier steht, gut, okay, das ist von Thomas das Zeug. Die Batterie gehört noch in den Drifter. Das kann nach oben. Das nach oben, das nach oben. Alles, was da oben liegt, muss noch eingeräumt werden. Das Ding hier. Und die Böden. Und dann sind wir durch. Bin ich der Meinung. Angaben ohne Gewehr und so, ne? Ich freue mich nur so ein ganz kleines bisschen. Leer. Alles leer. Ja gut, hier steht noch der Kran. Der steht jetzt noch hier. Und das ist Schrotttonne. Aber gut, das ist Kleinkramsachen. Das muss jetzt noch weg. Und ja, dann können wir theoretisch in der nächsten Zeit, wenn das halt alles klappt, das Regal hier rüber packen. Und hoffen, dass es so hinhaut, wie ich mir das vorstelle, auch bezüglich Traverse und Licht und alles. Und ach, das wird auf jeden Fall kein leichtes Ding. Aber Leute, nochmal hier einen kompletten Overview. Wir sind im Vorraum 99,9% fertig. Wie gesagt, das da zähle ich zu 1%. Ne? Und der Kasten kommt jetzt gleich noch mit hoch. Hier oben liegen noch zwei Sachen. Einmal hier die Leisten, die kommen auch nach oben. Unter Fahrschutz von meinem Auto ist das noch. Oh, und die Sachen müssen noch sortiert werden. Das war's. Dann ist hier alles ready. Dann haben wir's. Ja. So schnell kann es gehen tatsächlich. Schnell. Ein guter Witz, Marc. Nee, aber freut mich echt. Also wirklich. Ich bin übelst gehypt. Jetzt müssen wir tatsächlich aber nur noch das Zeug oben einräumen. Das werden wir jetzt machen. Tada! Alles weg. Oh nein, Marc hat nicht nur hinter sich geschmissen. Aber leider kann ich euch das jetzt nicht zeigen, Spaß. Müllkiste? Keine Angst. Oh. Es ist alles eingeräumt, Leute. Alles. Alles. Die Kiste kommt mit nach unten wieder. Und die natürlich auch, wenn die leer sind. Ja, aber ihr versteht's. Das ist die Verkaufsreihe immer noch, ne? Falls ihr was braucht. Bescheid sagen. Dann können wir die Kiste auch mit runternehmen. Dann haben wir wieder zwei leere Kisten zum Sortieren. Hier machen wir unsere Müllkiste mal hin. Das kann auch weg. Frag mich bitte nicht, warum ich das wegschmeiße. Ich habe davon drei Stück oder so gehabt. Eins habe ich mir noch gesaved. Braucht kein Mensch eigentlich, aber ich habe eins aufbewahrt. Mega nice. Ich freue mich richtig.
ich freue mich echt ultra. Wenn das jetzt nochmal drunter kommt. Die Böden, ich würde sagen, wir gucken mal, dass wir die Böden jetzt noch eben hochdrücken, oder? Die kriegen wir hoch. Ja? Dann stellen wir die alle hier an die Seite. Ich habe mir übrigens den Laptop hier oben hingestellt, inklusive Kamera, habe ich ja schon gesagt, für Livestream. Sehr angenehm, mit den Leuten zu, ja, ein bisschen zu quatschen, während man aufräumt. Ist auch schön, ne? Vor allen Dingen für euch, zu Hause zu sitzen und zu gucken, wie einer aufräumt. Aber wir sind so nah daran, dass wir fertig sind, Leute. So nah. Ich war noch so frei und habe noch ein bisschen was gefunden, was wir hier oben hinpacken können. Das sind die ganzen Böden logischerweise. Ein Riemen ist da noch runter, den habe ich hier hochgeworfen. Ein paar Leisten E39. Da ist so eine Kiste, die wir sortieren müssen. Da ist so Baro Tacho drin. Ein paar Leisten auch E39. Und sortieren wir gleich einfach mal eben noch schnell. Der Heizlüfter, eine Lampe. Ja, also langsam. Langsam müsste alles oben sein. Und wir haben noch eine Menge Platz. Das ist noch lange nicht ausgeschöpft. Und genau das war mein Plan. Es hat genau so funktioniert. Ich finde es so geil, ne? Es ist genauso funktioniert. Guckt euch das mal an. Die Regale sind halb leer. Hier ist zum Beispiel gar nichts am Liegen. Ne? Da unten steht noch gar nichts. Ne? Das ist alles halb leer hier. Hier, komplett leer. Und hier sind Sachen drunter, die eigentlich hier gar nicht hingehören. Zum Beispiel Leuchtstoffröhren oder Sachen. Habe ich jetzt einfach erstmal drunter gestellt, damit sie aus den Füßen sind. Tank. T3. Das ist auch so Sachen. Ne? Aber es läuft. Ich freue mich. Ich freue mich richtig. Ach, ist das geil. Jetzt noch die Couch raus, die Küche neu. Boah, wäre das geil, ey. Da sind wir hier komplett tutti, ey. Nichts mehr hier. Die Kiste kommt mal runter, ist Schrott drin. Sind drei Spiegel vom E39 und ein Spiegel vom E36. Die sind alle kaputt. Ich habe da ein bisschen rumgebastelt aus zwei Einen und drei Vier und ein und ihr wisst was mehr. Auf alle Fälle alles andere wieder eingeräumt. Die Leisten, E39 und so weiter, alles hier unten schön. In dem E39-Fach. Ach, ist das schön. Ist das schön, Leute. Ich mache gleich mal ein schönes Foto. Dass man sieht, wie ordentlich es hier ist. Weil, wie ich mich kenne, wird es nicht so lange ordentlich bleiben. Ich hoffe, dass ich es hinkriege. Ihr müsst mich ein bisschen dazu zwingen, ne, dass ich das ordentlich halte. Und unten sind wir fertig. Ultimativ gut, ne? Ach, ich bin so glücklich gerade. Das glaubt ihr gar nicht, ne? Dass endlich das so ausgezahlt hat, dass ich alles so überall hingelegt habe und so. Ah, nice. Nice. Einfach geil. Oh, gleich gehen wir nochmal runter, aber dann machen wir Schluss für heute. Ich habe richtig reingehauen heute. Und habt ihr gesehen? Voller Erfolg heute. Ich denke, das war es jetzt großteils mit dem Aufräumen. Ich denke, klar, müssen natürlich ein paar Sachen noch hin und her geräumt werden, wie das Regal und dann da frei und so weiter, aber das kommt alles später noch. Zum Großteil haben wir es fertig. Haben wir soweit gemacht, wie wir es machen wollten. Also ich zumindest. Ich bin zufrieden für heute. Einfach erst rein. Ich würde sagen, das wird jetzt Feierabend. Für mich war es ein voller Erfolg. Wirklich, Leute. Also heute habe ich wirklich durchgezogen. Ich habe wenig gefilmt. Leider, es tut mir leid. Aber ich habe komplett durchgezogen. Alles fertig gekriegt, was ich fertig kriegen wollte. Ich wollte zwar noch eine kleine Sache machen, aber ich könnte sie noch machen. Wir haben kurz nach 8. Ich habe aber leider noch was zu Hause zu tun. Und ja, kann man auch noch später machen. Es ist nicht so wichtig tatsächlich. Es war jetzt nur so eine Idee, die ich noch hatte. Die werde ich aber noch umsetzen. Also alles gut. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß hier bei mir. Ja, viel bleibt mir nicht weiter zu sagen. Bleibt gesund. Und wir sehen uns morgen wieder. Ja, nicht vergessen das Giveaway. Habt ihr am Anfang gesehen. Und zusätzlich Link in der Beschreibung. Nicht vergessen. Und kommentieren, liken, Abo. Haut rein. Bis morgen. Tschüss.